Ja, Gehälter kommen ein bisschen unpünktlich ab und zu leider. Ab und zu war es dann bei mir halt ein bisschen zu lang, ne? Und dann, ja, wenn du dich beschwerst, dann irgendwann, weil der Verein dich zigmal hinhält und immer sagt, du kriegst es, aber dann kriegst du es wieder nicht. Dann wirst du so als der Buhmann dargestellt, obwohl du eigentlich nur deinen Vertrag einforderst, was ja das Normalste auf der Welt ist, ne? Optimöse Gaming, Digga, danke für deinen Resub im zweiten. Ja, Männer, das ist halt so ein bisschen bizarr, sag ich mal, dass du, wenn du dann nach Monaten wirklich, wo du ihnen schon Zeit gibst und so, und der Vertrag eigentlich einfach nicht eingehalten wird, wenn du dich dann da beschwerst, dass der Verein dich dann da als Depp und so hinstellt, weil du machst ja gar nichts. Also du bist ja sogar nachsichtig und sagst monatelang nichts und die Fans verstehen das dann halt nicht, wie man den Verein in Anführungszeichen was Schlechtes will und so, obwohl man ja gar nichts macht. Also das ist ja das Normalste der Welt, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, egal was ihr macht, wer von euch arbeitet, egal wo, ob ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwo an der Kasse sitzt, ob ihr im Büro sitzt oder irgendwas, dann hockt ihr da doch auch nicht 4 Monate umsonst und sagt, okay, ich mache es jetzt einfach denen zuliebe, weil ja, geht jetzt halt gerade nicht und so, jetzt arbeite ich 4 Monate umsonst.